Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu Challenge Time. Wir spielen drei Spieler gegen fünf Spieler. Das sind keine Bots, das sind echte Spieler. Die Leute, die mit mir zusammen spielen, sind auch Diamond. Der Wukong ist, glaube ich, sogar Master. Und die Gegnerspieler sind fünf Goldspieler. Einer davon ist Gold 1, also auch kurz davor Platin zu erreichen. Und jetzt heißt es, können wir gewinnen? 3 gegen 5, wir haben keinen Jungler, die Gegner haben einen Jungler. Ich stelle mal ganz kurz vor, Wukong, hi. Hi, was geht? Okay, dich kann ich noch ein bisschen lauter machen. Wie heißt du oder wie soll man dich nennen? Ich bin Thomas, aber meine Freunde sagen meistens Tom oder Tommy. Ja, okay, Tom und Matti haben wir auf der Top-Lane, ne? Moin. Matti mit Rengar Top. Wir haben gesagt, wir nehmen alle Teleport. Er hat einfach Ignite genommen, das will ich nochmal sagen. Aber wir haben die Zeit. Vielleicht klappt es ja. Die Gegner können ebenfalls auch kommunizieren, also auch das erschwert uns das Ganze nochmal, aber auch wir können kommunizieren. Der Plan ist jetzt, dass ich muss auf die 1v2-Lane. Ich versuche ein bisschen zu Wave-Clane, deswegen habe ich auch Six genommen. Wukong ist bis Dia 2 oder Dia 1 mit Wukong Mitte tatsächlich gekommen, deswegen fühlt er sich da wahrscheinlich ganz wohl. Und unser Top-Laner, den kann ich ehrlich gesagt noch nicht einschätzen, weil er ist Jungle. Er ist bis Jungle-Main, ne? Er hat gesagt, seine besten Champs sind Graves, Elise und Lee Sin. So. KP, wie man davon jetzt hätte top spielen können. Vielleicht Graves, KP. Weiß nicht. Ich kenne Graves auf der Lane nicht so gut. Naja, wird schon schief gehen. Also, good luck, have fun. Ich muss aufpassen. Auch noch Bart, finde ich, ist ein sehr ekliger Pick, denn Bart kann die ganze Zeit Tunnel machen. Und roamen. Das heißt, das ist an sich schon mal insofern sehr clever, weil die können Bart nutzen, um gleichzeitig Mitte und Bot ein bisschen zu stressen. Als ob er direkt trifft! No way! Bart, let's trade! Minions helfen mir nicht groß. Er ist eigentlich clever. Seine Leben kann man ja gerne tauschen, weil ich bin nur ein Spieler und er hat auch noch Tränke. Das heißt, ich habe auch nicht gedacht, dass die Kuh von dem Bart hittet. Also wenn ihr das schon alle richtig rausgehört habt, Bot lost. Okay. Ja, Wave Clean geht. Zum Glück, bis jetzt habe ich das Gefühl, Xayah ist ganz angenehm als Pick. So, wäre das jetzt noch eine Caitlyn oder so ein Varus, der mich sniped? Ich glaube, das hätte noch ekliger werden können. Die Gegner hatten auch die freie Wahl, welchen Champs sie nehmen. Es gab keine Bans oder so. Oh, da ist der Jungle. Er geht jetzt zu unserem. Er ist jetzt wahrscheinlich da, der Jungler. Also falls er Mitte kommt, dann. Noch dazu. So, 13 CS, es geht. Gut, dass ich Kekse habe. Ey! Ja! No! Yeah. Er hat überlebt wegen Summoner Heal! Hier ist Warwick. Warte mal, ich hab wenig auf Smartcast. Oh, was? Ich dachte, ich krieg jetzt noch 1v2 First Blood. Ich war schon richtig happy. Oh, Warwick? Schreit er? Ne, er ist immer noch Mitte. Okay, also, es ist ehrlich gesagt auch eine richtige Challenge 3 gegen 5. So ist es jetzt nicht. Ich würde es auch gerne gewinnen. Ich habe das schon mal gemacht vor 6 Jahren oder so und damit haben wir gewonnen. Damit haben wir auch sowas wie Trinamer gespielt. Einfach waiten, bis Trinamer stark wird. Ich sehe schon, Ringer Top hätte gerne lieber TP. Er verliert gegen Goldspieler. Ich will doch nicht ärgern. Ich will nur ärgern. Also der Echo ist nicht bad. Naja, am Ende spielen gegen 5 Smurfs hier, ich sag euch das. Ah, clever. Dieser Bartunnel, der wird mir noch auf die Nüsse gehen. Oh, ich kann den. Soll ich eine Träne bauen? Oder Ludens? Hm.
So lange, glaube ich, würde das Game jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, ich nehme Ludens. Echo Flash, okay. Echo Flash hört sich an wie Echo Fresh. Traden auf jeden Fall mutig. Mutig und gierig. Jetzt freezen die, ne? Jetzt haben die es gelernt. Das ist auch immer so ein Ding, wenn Regen 5 spielt. Es gibt so Strategien wie zum Beispiel, Bart könnte Mitte roam. Er könnte Wukong richtig hart nerven. SS Bart, by the way. Okay. Also, der ist jetzt, vielleicht hat er seine Boots und geht jetzt back. Geht auch back. Ich muss, glaube ich, nicht mal TPen, so wie die mich lassen. Dann tippe ich erst, wenn ich meinen Mana habe, glaube ich. Oder ganz ehrlich, ich tippe jetzt schon. Wenn der Bart kommt, dann. Ja, der... Boah. Let's go! Ich habe die Chance gewittert. Bart fehlt immer noch. Aber so kann ich sie ein bisschen in Schach halten, wenn ich sie jetzt einen asynchronen Respawn-Timer gebe. Auch eine gute Strategie, Early Drake zu holen. Good job, by the way, für den Solo Kill. Jetzt haben die Diamond-Spieler nochmal gezeigt, warum sie Diamond sind. Es war aber close. Oh, sie wollen mich. Ich glaube, ich runne just, oder? Shit, das hat Bart clever gemacht, da musste ich flashen. Ich hab ein... Oh mein Gott, klappt das der One-Shot? Ja. Nein! Fuck my life! Nein! Ich hätte noch die Kuh geworfen, ich hatte so viele Möglichkeiten. Alter. Ich kann ja easy einfach aus Mortal Kombat Ult rauskommen mit meinem 4 Stack W. Wie? Achso, du kannst es befreien? Ja, als ob, dann bist du ja der übelste Mortal Kombat Kommentar. Okay, good to know. Ich wusste schon, dass es geht, aber ich hab's gerade jetzt realisiert, als ich's gemacht habe. Warte, wenn er dich ultiert und du hast 4 Stacks, drückst du W und du bist raus? Dann bin ich einfach raus, hab ich gerade gemacht. Der Arme, die sollten vielleicht swappen. SS Bot, by the way, das Bart. Ein bisschen late. Ist okay. Oh Gott, der auch noch. Warwix. Ah, ja. Er sagt, ist okay. Okay, gut gemacht. Das ist ein bisschen fokussierter wäre, glaube ich, hätte ich eben den Solo-Kill machen können. Den Kill noch auf Xayah mitnehmen. Wenn der Bart noch lange hier bleibt, kill ich ihn. Okay, das hört sich gut an. Ehrlich gesagt, macht mir das gerade total Spaß, weil es ist eine Challenge. Eine richtige Challenge. Oh, stark. Der Warwick ist auch hier. Okay, das ist sehr gut zu wissen, weil ich hab hier... Oh nice. Mein Gott! Er sagt Triple Kill. Ich hab verkackt. Kaisers weg. Nein! Get on paid by Goldspieler! Ey! Oh, aber wieder vom Heal gechuckert, ne? Also man muss auch sagen, nicht nur, dass das 1v2 auf der Lane gerade nervig ist, sondern dass dann... Ich spiele nochmal 6 mit Ignite und... Die haben einfach zwei offensive Summoner-Spells mehr oder ein Off, ein Def. Ja, ich war hier 1v3. Ja. Sollen wir tauschen, dann geh ich nicht mit, dann mach ich 1v4. Ja, alles gut. Ja, hast du super gemacht. Also, ich hab's jetzt nicht gesehen, leider. Ich hab's nicht auf Cam, aber haben die gedived oder was? Nein, also der Bart hat einfach getrollt. Den habe ich einfach gewonshottet. Und der Warwick hat mich unterm Tower geultet. Das ist gut, das brauchen wir, weil du bist fett. Einzigen Tode sind auf mir tatsächlich. Freeze gerade auf der Top 10. Mordekaiser verliert so viel. Warte, ich komm top.
Okay, der Warwick ist hier. Bin aber auch ehrlich gesagt der leichteste für die zu holen, ne? Wenn ihr alle Top gemacht, Ränger R, Wukong geht raus. Inzwischen, glaube ich, werde ich so oder so gefokust. Ich bin für den Wave Clear, das mache ich jetzt auch. Ich will nicht der Erste sein, der seinen Turm verliert. Boah, die haben beide noch 5 Platten, ey! Liegt das jetzt an, weil die höhere Elo haben oder weil die nur 1v1 spielen? Höhere Elo. Das ist mir so klar, ey. Komm, wir tauschen. Geh jetzt, Bot. Passt schon. Man muss aber auch dazu sagen, ich spiele nicht sonderlich safe gerade. Also, obwohl es nur 1v2 ist, versuche ich die noch zu outplayen. So, das ist einfach, dass man... Bin einfach ich, ey. Ey, weiß jetzt, freezen die. Ey. Was gibt's bei euch ja gar nicht. Jetzt freezen die einen. Oh ja, ist ein guter Trade. I'll take it. Pusher kommt. Oh, nicht, dass die diven. Wer kommt dort? Ich komme hoch. Fuck, ich hätte echt TP mitnehmen müssen. Ich weiß echt. Der Bart kommt zu mir. Ja, Mordekaiser ist TP ab. Kann nicht followen. Okay, das ist gewardet. Was du machen kannst nächstes Mal, Tom, clear die Wave und hilf mir vielleicht beim Blue. Weil du, mit dem Blue kann ich richtig gut arbeiten. Oh mein Gott. Der Bart ist echt, das ist deren Schwachstelle. Ja, er hat Mordekaiser hat gewardet. Nice, jetzt kann ich mich wieder einmal rausholen. Oh, schade. Knapp. Inferno Drake, der ist dran, oder? Ich checke schnell. Oh, ey, der hat hier gewardet von hinten gerade. Ich habe keinen Ward, wir müssen eigentlich irgendwie den Inferno bewachen. Meinst du, das können wir über die Mitte machen? Oder wie wollen wir den Inferno... Contesten oder nicht contesten? Top fighted. Bart ult ist raus. Ich versuch den Blut zu holen. Fuck, Alter. Guck mal, ne? Ich sag immer wieder, Goldspieler, ne? Auf der Lane können die spielen. Es, man höhere Elo erreicht man durch außerhalb der Lane das Verhalten. Bart hat keine Ult. Nice, ich hab den Blue. Okay, Bade knallt. Die wollen jetzt zum Inferno. Ich hab Teleport. Oh Gott, die machen so. Es gibt trotzdem kurz eine Ult noch. Mehr kann ich aber nicht machen. Echo Flash. Echo Flash, ich find's immer wieder witzig. Echo Flash. Da. Toll. Bart hat keine Knight. Bart, ist da, ich komme? Oh, Mord, Mord auch. Komm, ich komm. Ich hätte geultet hier. Der ist tot. Oh, nein, er hat geheilt. Wir haben keinen Smite, Hier ist gewardet, ich kann nicht so viel machen, ne? Eigenes Ermessen, passt auf. Die sind wieder dran. Wir haben ihn. Ihr seid alleine auf euch. Geht raus. Bart hat no Flash. Oh Gott. Ich komme. Oh, der Kaiser kommt wahrscheinlich auch. Hat die Xayah Ult? Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hat... Ja, der ist... Oh, what? Die hat doch schon ihre Flügel aktiviert. Geil. Jetzt habe ich meinen Ludens. Okay, ich habe jetzt meine Items. Dass ich... Wukong, Trinity Force ready. Und Boots, sehr gut. Okay, erster Power Spike ist da. Ganz ehrlich,
Ich überlege Top TP nur mit 6 schnell Tower zu drücken. Lohnt sich das? Drei Mitte? Ich geh Mitte Delfin. Ja, Mordekaiser ist nicht. Ich kenne den neuen Wukong einfach noch nicht. Er macht schon wieder 1v10. Hey, nehmen wir den Tower, auch gut. Eigentlich müssen wir echt das Momentum nutzen, ne? Wir sind echt super stark gerade in Mitte. Wir können vielleicht sogar weiter pushen. Mordekaiser kommt runter. Ist deren Blue da? Nein. Wie, der ist schon hier. Was? Wukong ist so schnell, Warwick, sag ich. Nice. Oh mein Gott. We're still alive. Oh, shit. Ey, von Glück kann ich reden, dass das Cloudfelder waren, weil ich habe sowohl hier als auch hier schnell Movement Speed Boost bekommen. Oh, die machen Heere, hinter euch, Ränge. Ich kann Mitte nicht halten, leider. Ich bin zu low. Banshee ist das hier gut, ne? Ah. Fuck, ich hab mich gefreut. Na, ich glaub. Jetzt weiß ich, warum wir beide nicht Master sind. Weil wir beide kein Wukong spielen. Na, wenn's jetzt schaff ich's vielleicht noch. Also ihr könnt auch gerne auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr einen Call oder eine Strategie habt, weil, also vor allem Wukong muss jetzt eigentlich dann lenken, weil er ist ja der, der alles hat. Also du bist jetzt langsam, ich sehe, du bist am Counter-Jungle. Ja, ich hab den Red genommen. Aber was ist jetzt das Beste, um zu gewinnen 3 gegen 5? Je länger es dauert, desto schlechter für uns eigentlich. Ja, also ich kann 1 gegen 3 machen, wenn da jetzt Woche kommt. Warwick ist hier, die sind am Herald. Ich top end versuchen. Aber ich kann Tower. Ich komme auch. Botlane reiß ich nicht viel, das habe ich jetzt schon gemerkt. Dann gehe ich wieder Bot, da habe ich mich irgendwie überhaupt wohler gefühlt. Drache wäre in 1. Alle Botlane ist weg. Aber ich glaube, der Drake müssen wir contesten. Das ist nur ein Winddrache. Ich glaube, der wäre noch verkraftbar. Aber ich wäre auch auf jeden Fall dabei, mit bisschen Stress machen. Ich kaufe noch schnell mein Death Stance, 100 Gold. Ja, ich gehe auch schon back. 30 Sekunden bis da ist. Ja, so. Geht sich aus. Ich hab TP. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gecatcht, aber ich könnte hier schon mal ein bisschen vorpoken. So, ich bin jetzt ultra strong, ich hab den Master. Okay, da sind die am Herald. Ich hab hier schon mal die Position. Hier, liebe Zuschauer, guckt euch das an. So funktioniert. Ja, nee, hier ist gewordet gewesen. Auch Geduld. Ab Xayah. Echo Slow, hier hinten. Warte, ist einer. Brauchst du Hilfe? Ich geh Dings holen. Ja, beide Flash. Okay, ich hab verkackt. Ich kann Free Drag machen. Okay, lass uns den Drag holen. Boah, der Kaiser hat geflasht. Richtig schöne Wombo-Kombo war das, by the way. Kannst du den Drake starten? Ich zone die so ein bisschen. Boah, der Kaiser kein Flash, guck mal, kannst du hier reingehen?
Leider, ich hatte gerade Angst. Bitte. Was? Hey, 3 gegen 5, Diaspieler! Okay, ich nehme das Game wieder ernst. Fehlt nur noch Bart als. Aber es gefällt mir so, dass man merkt, so, ihr habt auch die Schwitzmentalität, das gefällt mir. Ne? Man kommt ja nicht umsonst irgendwie High Elo, man muss doch ein bisschen schwitzen. Okay. Das ist jetzt die Frage, warten wir auf jeden Drake und werden dann einfach ein bisschen besseres Makro rausholen? Oder ist das schon zu lange? Ja, Toplane wird wahrscheinlich eh fast gar nicht mehr gepusht sein, also Toplane werden nicht mehr viel holen. Ich würde sagen, wenn irgendwie jemand als zweite oder eins im Botlane ist, das wieder also ich würde sagen, jeden Fight nehmen, weil ich bin stark. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, mich können sie echt mit am besten holen. Ja, wir müssen halt gute Fights nehmen. Okay, ich brauche noch. Ich habe jetzt genug Gold, ich mache noch eine Wave. Gut, wieder ab. Zaya's Botlane. Morde ist Toplane. Wir könnten Mitte fighten eigentlich. Mal Toplane. Oder sollten wir Bot T1 und Top T1 erstmal holen? Ja, das habe ich vor. Warte, Mitte. Ich habe noch ausgepusht, die haben. Ach, Herald. Ja, nice. Ja. Okay, schade. Jetzt fühle ich mich schon sicher durch das Banshee, so. Also von mir aus können wir fighten, ich bin strong. Ihr solltet auf jeden Fall auch mal Pink Ward holen. Ich habe ja schon meinen dritten Pink Ward. Weil durch die Pink Wards können wir eventuell einen Pick machen und dadurch eventuell einen Tor holen. Auch wenn man das. Wir können eigentlich rein. So. Boah, er hat mich, der Dings. Ja, wir kriegen ihn nicht mehr. Ja, wir sind genau auf dem Dorf. Er hat kein Flash. Stark. Mitte ist richtig low, ja. Tower. Kannst du mit einer W weghauen? Aber wo ist Warwick? Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Paras. Okay, dann hol ich Top. Ich hol Top. Ja, ganz ehrlich, bleib du lieber Mitte. Ich TP dann auf die Top, oder? Ja, weil ich kann mein TP nirgendwo nutzen, das ganze Spiel schon nicht. Okay, Warwick scheint zum Glück nicht dabei gewesen zu sein. Wieder schön engage. Ja, ich hab Top Tor. Sehr gut. Ich bin hinten. Meinst du mich ein bisschen? Die Traps. Sowohl da als auch da. Ja. Okay. Ganz ehrlich, ich glaube gegen Mordekaiser. Ah ne, QSS ist es, ne? Was ich brauche. Ja. Jetzt habe ich eine. Ah, jetzt habe ich das falsche Magieres ins Item gebaut, dann. Ich meine, das funktioniert theoretisch auch, aber ich glaube nicht, mein Goldspieler würde da reinholen als Mordekaiser. Nee, da hast du recht. Der Bart? By the way, ich habe keine Verwendung mehr für den Blue Buff. Dann würde ich sagen, Wukong nimmt den, oder? Ja. Wukong hat 30% CDR, dann hat er 40. Ja. Ist gut. Genau, push to Bot weiter. Ich glaube, ich. Wenn 3 Leute weiter in Top Side sind, kann ich so auf Xai. Xai ist bei mir. Ich kann Morde deffen. Achso, Blue Buff, wie gesagt, kannst du haben. Ja. Bart kommt runter. Drake in 1. Ich hab TP. Dann muss. Ich hab auch TP. Dann ich clear Morde und dann TP ich Drake. Weil ihr braucht mich wahrscheinlich Drake, um Pick zu machen vorher. Ich gehe zum Blue. Genau, geht ihr erstmal Bot. Also ich glaube, jetzt gewinnen wir jeden Fight. Ja, wenn ich nicht da bin. Vielleicht. Ich kann mich niemals killen. Okay, Wave ist gecleared. I am running. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Was? Ich brauch nicht mal Teleport einsetzen. Warum kannst du kommen? Wenn ja, Ultis raus sind, sag Bescheid. Scheiße, Mord ist da geblieben. Wir müssen jetzt eigentlich ein bisschen schneller machen. Bin schon am Drake. Okay, dann lass uns straight Drake gehen und einen Tower opfern, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich bin hier. Wenn wir hier einen Fight forcen, werden safe versuchen uns zu fighten.
die sind weg. Dann schneller, Drake. Schnell. Wir müssen den Warwick killen, wenn er kommt. Aber warte mal, Morde pusht nicht mehr top, ne? Egal, ich bin strong. Genau, du machst das schon wenn so. Wenn wir den Drake verlieren, wir können dadurch easy fighten raus. Ja. Auf Zweier. Ja. Ey, ich hasse Mordekaiser Ultimate! Ohne Scheiß, Riot, wenn ihr sowas kodiert, dann macht es bitte auch, dass man sich an Wänden bewegen kann. Warum klebt man immer so an Wänden bei Mordekaiser Ult? Ich hasse das. Ich hätte ihn locker juken können und sidesteppen, aber wenn der Sidestep nicht kommt, weil du wie so mit Kleber an der Wand hängst. Ey, jedes Mal, in jedem Gameplay, wenn Mordekaiser mich ultet, sage ich immer dasselbe. Steht das irgendwie in seiner Ult, dass die Wände noch zu Glue werden oder so? Holy shit, Quadra. Soweit, ich weiß nicht. Aber kennt ihr das so? Der Kreis geht bis hier und ich kann mich schon an dieser Wand nicht mehr bewegen, weil... Keine Ahnung, weil es so eine Art Kuppel ist und dadurch klemmst du an den Wänden immer, weil es eine Kuppel ist. Ganz schlecht erklären, na, furchtbar. So, war trotzdem knapp, ey. Ich hätte ihn fast gehabt, eine Bombe. Drachen haben wir nicht bekommen, ne? Also wir haben den Fight jetzt eigentlich verloren, oder? Die sind schon wieder hier, kann ich es trotzdem noch schnell holen. Ich komm. Ich komme auf mit Ult. Okay. Ja, ich glaube, wir können eventuell die Wave nehmen. Und also ich bin gleich 18. Ich bin super stark auch im Poken. Aber jetzt muss er die Wave. Fuck, ich bin tot. Das war. Da müssen wir alles smart spielen, weil ich kann dann nicht joinen, wenn ich 10% Leben habe und dann noch eine Wave vor mir in mich reinläuft. Wir haben auch keinen einzigen Ward, also ich glaube, ich bin der beste Poker hier im Spiel, wenn wir nur... Ich brauche nur zwei Bomben auf die treffen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Rengar auch so ein Solo-Style-Champ ist, aber ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Weil du wartest immer an der Seite und gehst als Letzter rein und dann dadurch sind wir eigentlich in der Vorbereitung in einem 2 gegen 5. Habt ihr damals gewonnen, das Diamond gegen Gold? Ich glaube ja. Ja, ich habe das auch schon öfter gespielt. Es kann auch sein, dass ich schon eins verloren habe. Man muss aber auch sagen, der Mordekaiser hat es gut gemacht, so, also... Du hast dir ja selber auch vorgestellt, dass du den Goldspieler zerfetzt und dann mit Rengar so ein bisschen carryen kannst. Ne, der Plan, der war ja da, theoretisch. Sind die am Drachen? Am Nash, meine ich? Fuck, ich hab kein TP. Generell, also mechanisch sind wir stark, aber... Ich hab das Gefühl, wir könnten... Also, ich weiß nicht, ob es an den Champs liegt. Wo kommt Rengar? Ich weiß es echt nicht. Aber... Es ist gerade ein bisschen Solo-Style. Wollt hier. Ich komme, du kannst deinen Fight baiten. Ich lauf mal Wukong hinterher. Hier ja, sind mehrere. Schade. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht schauen. Weil ich fühle mich auch jetzt gerade auf Six tatsächlich ein bisschen unwohl, weil ihr läuft ja beide so eure eigenen Routen, weil ihr Picks mal wollt. Kommt Bart mit der Bart R. Das ist halt auch ein echt ekliger Champ. Hätte ich vielleicht selber auch Echo spielen können, dann hätte ich auch einen Carry Pick. Weil, also ich sag's jetzt nochmal auf eine andere Weise. Wir können gewinnen, aber lass zusammenspielen. Weil wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir es über Calls machen, über Smarten. Was ist, wenn wir jetzt Nash machen und die Drake Soul machen? Naja, die haben schon echt starke Ultimates. Jeder von denen. Der Drake ist jetzt weg, ich komm nicht hin. Die Frage ist, ob wir immer noch überhaupt einen 3 gegen 5 würden. Wird knapp.
Wenn wir den ersten Pick machen, dann ja, aber das meine ich ja. Wir haben bisher irgendwie die Position nicht, oder? Weil der Einzige, der vorher Damage anbringen kann, bin ich. Deswegen bräuchte ich auch ein bisschen Schutz irgendwo. Die gehen jetzt safe zum Break. Was ist denn, wenn der schlafen? Ja, ich kann... Wir können es probieren. Dann dein Call. Ich habe TP, wenn du... Also, wir können es probieren, wenn du willst. Aber die werden eventuell einen Ward haben. Ah, ja, Spot. Ja. Es ist auch nur eine Dings, so. Habt ihr einen Ward? Ich kann dir nirgendwo TPen. Ja, ja, ja. Ja, 6 Sekunden. Schon. Weg. Ist doch aber schön. Ich freue mich auch für die Gegner, dass sie jetzt auch mal ein bisschen das Tempo mitgenommen haben. Ich bin Base. Aber, also, ich will es noch ein letztes Mal nur so als Analyse-Aspekt sagen. Wir haben es auch schon untereinander gesagt. Aber wir wussten auch schon vorher, dass Rengar nicht so gut gemacht ist für diese Challenge. Ich habe es schon in der Champ Select gecallt. Er hat kein Heal. MP, sehr solo-lastig. Okay, ja, tun wir alles. Aber habt ihr schon mal sowas gespielt? Das ist auch mal eine schöne Erfahrung, oder? 3 gegen 5? Ja, es fühlt sich an wie ein Tier-4-Rank hier eigentlich. Okay, der war gut. Der war gut, 3 gegen 5 fühlt sich an wie ein normales Rank. Ja, 4-4, 4-3 ist das üblich. Genau, aber mit dem Unterschied ist, und das meine ich, wir können eigentlich die outsmarten, weil wir Erfahrung haben. Sollen wir das hier feiern? Sollen wir hier einen Fight forcen? Oryk ist top und ich glaube, Echo oder Bart habe ich noch. Wir müssen irgendwie den catchen. Genau, aber das wird schwer im Dunkeln. Und vor allem Xayah, das haben die auch. Das Xayah, wen kann man denn fokussen? Also ich muss sagen, von den Picks, die ausgewählt haben, macht es auch schwierig, weil Xayah kannst du schwer fokussen mit ihrer Ult. Hier ist Bart. Ich geh mal... Eventuell brauchen wir Wukong, falls sie mehr forcen wollen. Lass mal Mitte pushen, oder? Wenn Mordekaiser nicht kommt, dann können wir doch selber mal pushen. Ich bin gleich da. Und meine wenig Use. Der Pick war echt scheiße. Oh Gott, der hebt sich auch noch die Ult für mich auf. Ich bin hier, wenn du... Ich kann halt keine Top-Inner, ich spiel halt nur Jungle. Ja! Penta! Nein! Keine Mana mehr. Ah. Perfekt. Aber ich glaube, ich hole mir das Red Drink, oder habe ich das schon? Death Timer. Der hat noch einen Double Buff, der Miese. Okay. Echt, wenn Morde mich an Ulti, ihr müsstet mal diesen Death Ram sehen. Es ist immer wieder eine kleine Challenge. Ich weiß nicht, vielleicht mit dem Rengar-Bild. Ah, du kannst du Morde inzwischen 1v1? Wahrscheinlich auch, ja. Weil wenn du das könntest, weil dann könnten wir vielleicht den Split-Push machen und dann... Weil ich finde... Wenn ich mit 4 Stacks geultet werde oder schnell nach seiner Ult 4 Stacks raushauen kann, dann ja. Weil das musst du dann sozusagen selbst abschätzen, weil ich finde diese Wombo zwischen Six und Wukong mit den Double-Ults, die brettert schon gut rein. Und dann... Und wenn die selber einmal vielleicht verwirrt sind, weil wir jetzt die ganze Zeit groupen die auch, das ist eine leichte Gleichung. X gleich X. Aber wenn wir jetzt selber splitten und die ein bisschen aus... Oh Gott. Ich komm. Echo kommt auch. Nein! Ja, verkackt. Schade. Wenn wir die jetzt distracten... Bart ist low, 1 HP, aber das ist... Warwick Bot und Bart ist base. Wir können, glaube ich, smash. Wir sollten, glaube ich, einfach pushen, weil... Also nicht, also gut, Nashor geht auch nicht in meinen Augen. Also würde ich jetzt sagen. Ich sweeper mal, hier ist ein Ward. Sag mal Bescheid, wenn ihr sweepert. Xayah, ich geh rein. Okay. Go. Ja, ich bin tot.
Hammer. Es ist schwer gleichzeitig irgendwie alles zu koordinieren und wenn ich derjenige der bin, der immer gefokust wird. Und ne, hier war ein Ward, ihr seid beide durchgelaufen, die haben das auch gesehen. Da brauchen wir schon irgendwie auch den Sweeper. Ja, der Ranger-Pick war echt schlecht, aber ich spiele halt Only Jungle, ich weiß nicht, wen ich hätte spielen sollen. Die Sin wäre noch schlimmer gewesen, Elise genauso. Braves wäre vielleicht noch besser gewesen, aber das ist auch ein Solo-Champ. Schade, finishen die? Die finishen, ne? Ja, es sind 5 mit einer ganzen Seele, schade. Ja, klassisches DOT-Game. Klassisches was? League Game? Klassisches Diamant 4 Game. Den Diss nehme ich auf mich, weil ich zufällig auf dem Account Diamant 4 bin. Ja, komm, ich. Mach ich auch ab! GG. Verdient! Man muss tatsächlich sagen, die Calls, die wir und auch ich gemacht haben, die waren nicht ultra präzise. Wir hatten ein bisschen Verwirrung im Team, weswegen wir dann auch nicht so clean gespielt haben. Man kann es schaffen, 3 gegen 5 zu gewinnen, 3 Dias gegen 5 Gold. Vielleicht lag es auch unter anderem, wie gesagt, mit an dem einen Pick. Ich war Bot vielleicht im Early zu aggressiv. Die Gegner haben wiederum gute Picks gemacht, um zu surviven. Xayah, Ekko, schwer zu fokussen. Mordekaiser, Fokus auf mir. War natürlich auch immer eklig. Im Damage-Grafen sehen wir, yes, mehr als Wukong, dann hat es echt diese letzte Ult noch rausgehauen. Ich bedanke mich natürlich an euch beide fürs Mitspielen und auch wenn ich vielleicht ein bisschen forsch war, ich denke, es war nicht böse gemeint, ne? Genau. Auch danke an die Gegner, die uns abgezogen haben. Ein Hoch auf die Goldies. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut.